Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Mount & Blade Warband. Ja, wir haben das letzte Mal geschaut, wenn sie an, also welche Stadt sie angreifen, und das ist Kudan natürlich, ist auch im nächsten zu unserem Gebiet und sie werden es wahrscheinlich auch einnehmen. Wir werden den Vergi aber ein bisschen helfen beim Banditenproblem. Und schauen, dass wir die Beziehungen auch hoch bringen können bei Kanat Kergit. Entweder bekommen wir doch bald ein kleines Dörfchen. So, jetzt werden wir mal schauen. 11, 21. Oh, die. Wir versuchen mal die zu jagen. Ja, die gehen zuerst. Die haben Mut. Nein. Ich möchte nicht schwere Krieger verlieren. Wo haben wir sie? Die Waffenknechts dort, die zwei ganz gepanzerten Pferde. Eventuell müssen wir die doch zum zum. Was ist es, das der Ritter? Swadischer Ritter. Upgraden, damit wir die nicht einfach verhauen, aber die können immer wieder sterben. Ja, das ist das Problem. Ja, wir kommen nicht so gut dran, aber ja, noch ein Level up. Prima. Bisschen zu laut. Ja, mein Headset wird irgendwie immer lauter. Vor allem für mich. Muss vielleicht mal ein bisschen weiter weg. Ja, geht nicht so gut. Schade. Muss ja bald ein neues haben, aber mein Geld schwimmt nicht auf den Bäumen. Und habt ihr es endlich? Ich will Feierabend haben. So. Gut, dann haben wir einen Verwundeten, ja, zwei Verwundete. Vier Entis. Du bist schwach. Tigerbanditen. Ja. Nehmen wir einen noch mit. So. Nordkrieger, hä? Sklaventreiber können wir auch noch upgraden. Kergit-Reiter. Ja. Welchen Bogenschützen nehmen? Ne, die bringen nichts. Also das Problem ist, dass die Nahkämpfer dann immer dazwischen sind und nichts bringen. So, schmeißen wir das weg. Und nehmen das Teure mit. Toll. Schon wieder voll. Also, wir müssen irgendwo in eine Stadt. Wo ist der Rodo? Dingsbums. Rejadin ist dort. Also machen wir Charakter. Ich möchte gerne Anführerschaft hoch machen, dann Charisma. Sehr schön. Und hier werfen. Hä? So. Schmierer ist Level up. Bei ihr tun wir ja. Hui. Wendigkeit. Nichts. Ja, Eisenschwert, Schlagkraft mal. Gut. Dann gehen wir weiter. Und zwar, wo waren die? Da waren die. Ja, genau. Geh rein. Nein!
Hä? Haben die Banditen weggenommen? Der, die Gefangenen. So, jetzt. Komm. Ha. Eben. In der Burg. So. Gehen wir mal hier hin. Easy. Wir haben ja nichts. Angriff. Oh, ich bin getroffen, Mann. So, bitte nicht. Ey, ich muss frei. Freie Schnitzelbahn haben. Genau. Und so. Dankeschön. Und weiter geht's. Und hier, und hier. Und Schnitzel. Ha! Das beste Hackenslei. Hackenslei-Bonus. Ansehen. So, gefangen nehmen können wir nichts mehr. Ja, jetzt haben wir alle so Ding. Ah, die Waffenknechte können upgraded werden. Ha, wir haben einen swartischen Ritter. Haben dafür weniger Geld. Krass. So, wo haben wir denn hier noch billiges? Das. Oh, Lederrüstung zerlumpt, ist aber wenig. Aber viel. Viel Geld kommen wir über. So, jetzt möchte ich noch kurz schauen wegen den Bögen. Das sind nämlich gute Bögen. Aber wie so immer 17. Der Mann hin. Ja, den brauche ich sowieso nicht. Jarit. 20, endlich mein 20er Bogen. Und 18. Ledergespannter Rundschild. Ja, es ist nicht so wichtig. Ein Nomadensäbel. Ja, ich bin immer noch erkältet, wenn ich es hörte. Tut mir leid. Ah, jetzt unbedingt noch Rayadin. Und, ja, du musst doch helfen den anderen. Oh. Mal ein oh, die haben den Turnier. Ja, Lösegeld vermittle. So. Verkaufen. Oh, schon über 10.000. Super. Ein Bauer möchte gerne. Was labberst du da, ein Bauer? Spuck's aus. Ja, ich würde helfen. Und dann Reisende. Gut. Dann werden wir mal ja, die kaufen. Ah, hat viel Geld. Alles verkaufen. Schau mal kurz wegen deiner großen Badisch. Ist besser, hä? Boah, viel besser. Und nur 1000. Ja, sonst ist nichts. Besser. Stangenwaffen ist nicht gut für mich. Deshalb das und ich gebe dem einem Ding, ein Mitglied, noch kurz zum Warenhändler. 50er Brot. So. Noch ein 50er Brot. Ja, es ist ein 50er Brot jetzt. Immerhin. Ist auch gut für die Leute hier in Rayadin, wenn ich da kaufe. So, wir wollen eigentlich ja eine Botschaft noch überbringen. Da kann ich noch 38 Tage warten. Gehen wir nach Eike. Ja, das ist gleich nebenan.
Prima. Sehr gut. Dann gehen wir mal. Ja, Banditen angreifen. Ich will aber zuerst mir nach. Ja, okay, angreifen. Es ist zu gefährlich für die zwei dort. Werte doch immer wie Schwäche. Recht geil, der herumzufuchteln. Seht es, ich mache ein Let's Play über eine Frau, die aber immer mehr zum Mann wird. Sie trägt immer wie schwere Äxte. Oh, kein Problem. Easy peasy. So. Danke. Oh, 8 Bauern. Wir weisen es wieder zurück für die Ehre. Und können mal wieder upgraden. Ja. Lanzenreiter wieder. Klingenschwester, endlich! Gibt es denn noch mehr Größe? Ich weiß nicht, ich glaube nicht. Die haben weniger Ausbildungsstufen, deshalb sind sie so gut. Also für jeden, der anfängt, einfach noch früh im Spiel ist, Klingenschwestern auszubilden aus Bauernsfrauen, geht rasch und gut. Ja. Der Bauer ist natürlich weg. Der König. Eigentlich möchte ich ja denen beitreten. Oh nein, ich will nicht. Letzte Quest. Eine Frage. Nimmst du an? Ich möchte ein Dorf. Ja, dass eine Frau solche Fähigkeiten hat. Ja, toll. Ich würde das sagen. Gute Antwort. Also. Ich werde wirklich eine Burg angreifen. So langsam reicht's mir mit den Frauen. Ich habe gehört, die haben es schwer, dann habe ich eine Frau genommen. Und auch, um ein bisschen Rollenspiel zu machen, das fast unmöglich ist. Und ja, okay. Es ist ja, das Problem ist ja, wir machen ja nicht so die Geschichte, sondern das Reich. Und da kann man irgendwie gar kein Rollenspiel so machen. Aber wir werden dann sicher extremes Rollenspiel machen, wenn wir ein eigenes Reich haben. Kein Problem. Wir wollen ja das ganze Reich in Rot tunken. Artimänner. Der Artimänner, der kann wahrscheinlich bald weggehen. Deshalb ziehen wir die Lederhosen aus. Sorry für die Bayern. Aber ich wollte das mal kurz sagen. Ja, Intelligenz hast du viel. Pff, interessiert mich nicht. Komm, wendiger kannst du werden. Und Waffenmeister. So, der Firentis hat noch fast nichts, hä? Wappenrock. Der Firentis ist dabei, ja. So, du hast wahrscheinlich, was hast du für Fähigkeiten, gute? Ja, auch das gleiche Athletik, vor allem.
Laufgeschwindigkeit, ja. Dann nimmst du ja, dieses Schwert lassen wir dir. Und Ingwer hat Zweihandausbildung. Was? Bunduk? Einhandwaffen, Zweihandwaffen. Eisenschwarte. Dann nehmen wir die Armbrust weg. Eine Spitzhacke, Spinse. So. Gut. Eine Lanze. Prima, dann haben wir das. So, jetzt gehen wir Rotdogmir. Schauen, ob der da ist. Wie heißt der überhaupt? Boyatruli. Das ist nämlich seine Burg. Ja, ich bin ja Kumpaner. Aufgaben? Nö. Aufenthaltsort Ruli. Da haben wir es. Tismir. Gut. Gehen wir nach Tismir. Was ist das? Ah, ein Kudan. Ich wette, der geht dann neben uns vorbei nach Rodogir. Ja. Das ist bekannt. Oh. Svaldien. Okay, Nord gegen Svaldien. Schön übersetzt. Ja. Da gab's faule Deutsche. Also, wir haben hier Tismir. Oh, der Karaban Neuern. Den kennen wir noch nicht so gut. Aha. Ha, wir haben sie geschützt. Boja Vlans. Wer hat Holk? Was? König Harlas. Berichte. Anmerkungen. Spielog. Ja, das steht gar nicht mehr. Vielleicht Anmerkungen. Da, letzte Botschaften. Auf Befehl von König Halias wurde Boyar Tachias von Königreich Swadin des Verrats angeklagt. Er ist auf der Flucht, man sagt ins Exil mit dem Königreich Vergis. Er ist nach Vergi gegangen, um sie zu unterstützen. Aldera, aha. Ja, alle wollen ein bisschen Ding haben. Nein, ich werde die nicht annehmen. Die machen immer die Dörfer, die Beziehungen kaputt. Also nicht viel, aber es nervt halt dann immer wieder, die Beziehung hochzubringen bei den Dörfern. So, dann haben wir den Drulli. Ichamu. Toll. Ichamu. Und wo ist Ichamu? Dort.
Das sagt er geht auf den Weg nach Rayadin, aber das ist nicht gerade der Weg. Mann, diese Briefquests nerven halt immer wieder. Na, jetzt bald ist das, ist die Stadt. Ja. Pink. Und Plünders sind hier auch noch. So. Und los. Ja, toll. Bis ihr da oben seid, sind die Gegner schon hier und dann haben wir ein Problem. Dann mir nach. Und wo denn? Dazwischen irgendwo. Wie süß, die nach oben kommen. Ja, gut, da drüben irgendwo. Ah, da sind sie. Okay, könnt jetzt angreifen. Die nackten Plünderer. Ich besieg mal die mit Hosen. Okay, die anderen haben auch Hosen, aber. Ach, kein Problem. Bisschen EP sammeln. Gut, danke schön. Ihr seid zu langweilig. Zu viel zu langsam vor allem. Oh. Arti Männer, du bist ja hier. Du bist doch gar noch nicht gegangen. Also, nicht gefangen nehmen. Hat ja gar nichts. Ding. Oh. Kann ich geblockt. Kann ich geblocken. So, wir brauchen ihn aber, Berichte? Nein. Anmerkungen, letzte. Spiellog. Nein, er ist noch nicht. Gut. Gehen wir nach Ichamur. Wir werden ihn hier nicht finden, weil wir. Nein, nicht besiegen. Ach, halt die Schnauze. Das ist frech. Hey, ich werde. Okay, ist geflogen, gut. Ja. Nerv nicht mit diesen Quests, danke. Okay, ist geflohen, also wird er wahrscheinlich bald in Rodok hier aufkreuzen. Rodox mit Swadin im Krieg. Oder Sarantische Sultanat. Nichts war denn. Genau. Also gehen wir nach Rayadin und besiegen noch ein paar Banditen auf dem Weg. So. Ist halt wenig los jetzt gerade. Wie lange braucht ihr zum Belagern? Ist ja schlimm. Kurz noch speichern. Banditen. In frei. So. Immer noch am Banditen besiegen. Okay, dann haben wir hier. Gehen wir in die Schenke. Haben wir den Lösegang vermittelt? Toll. Immer noch hier. Hat sich nichts verändert. Naja. Haben wir etwas Neues? Da auch nichts, gell? Ein Landsknechtsspieß.
eine Rüstung. Langsam haben wir schon genug Geld für irgendwas, aber... Ja, sicher, ramponiert. Okay, Roll the Gear. Werden wahrscheinlich wieder nach hinten gehen dann. Jo. Der Shavi. Auch aus Fähigkeiten. Wegfindung, Intelligenz. Zum Beispiel Jobens wäre noch was. Ja, Stab. Hä? Ich werde Einhand werfen. Und Bogenschützen. Du brauchst mal etwas, gell? Hast du 15 Schaden. Du hast den 20 zugute. So. Nordkrieger, Veteranen. Landsknechtreiter, Karawanenmeister. Wieso hat er weniger Rüstung? Ah, das ist einfach eine Unterstufe, dann kommt's ja, kommen ja die Landknechts. Ding. Landsknechtsritter. Okay, jetzt, bist du da? Ich brauch dich. Ah, immer noch der andere. Der weiß jetzt gerade nicht, wo er ist. Hallo? Nein, du weißt es nicht. Haben wir hier in der Nähe irgendwas? Boah, das ist teuer geworden. Ah, die Löhne. Ja, jetzt ist es violett. Gut, ja, weiter die Beliebtheit der Belgiers erhöhen. Weil die haben es schon dringend nötig, wenn sie jetzt auch noch Krieg mit einem anderen Volk haben. Das ist nicht so gut. Kriebele, oh. Dies war, das haben Probleme. Oh je. Krank zu sein ist ein Scheiß. Korn. Wie so ein Buja oder so etwas noch ein bisschen. Rebacher, hä? Da haben wir zwei Städte in der Nähe. Ja. Und so ein Buja, das ist ein bisschen im Gras. Boyard Ruli gehört's. Dem nehmen wir das Dorf weg. Na, wir können gut aufpassen auf die Dörfer, wenn sie so nah an Städten ist. Ja, du hast. Ne Scheißaufgabe. Oh, Dörfleisch. Und wenn wir eine Schule bauen und so, dann ist es sowieso sehr gut für das Dorf. Okay. Schauen wir mal in Rebache. Oh, Banditen.
Ja, dann werden wir doch dieses Dorf nehmen, oder was? Wir nehmen einfach beide. Gut, dann... Ja. Beende ich diesen Part. Der Kampf ist zu schnell vorbei. Und im nächsten Part werden wir dann ein bisschen mehr Beziehungen aufbauen. So. Ich bedanke mich fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Euer Dragobase. Tschüssi. So, komm. Stirb. Oh, keine Verluste. Ablehnen. 15. Krass. Okay, wir werden die Soldaten dann nächstes Mal ausbilden. Okay, tschüssi.